von leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Das ist er, der neue, niegelnagelneue Cupra Formentor. Cupra wollte das Fahrzeug in Genf 2020 vorstellen im März, aber wegen Corona ist Genf ja ausgefallen. Da haben sie die Vorstellung ins Internet verlegt und hier und heute geben sie uns die Möglichkeit, nochmal die klassische Sitzprobe zu machen, euch das Auto statisch vorzustellen. Außen und innen so ein bisschen. Ja, Cupra Formentor. Cupra, die Performance-Marke von Seat, 2018 ausgegründet. Und im März 2018 in Genf haben sie dieses Fahrzeug schon als seriennahe Studie vorgestellt. Darum wollten sie es halt in diesem Jahr richtig vorstellen. Der Formentor ist auch ein besonderes Fahrzeug für die Marke Cupra, denn die bisherigen Fahrzeuge sind ja alles Seat-Fahrzeuge, die quasi mit einem Performance-Badge veredelt worden sind. Der Formentor hat kein Pendant bei Seat selber. Das ist ein eigenständiges Fahrzeug nur für die Marke Cupra. Ja. Formentor steht übrigens für die Ostspitze von Mallorca, da ist das Kap Formentor, so eine raue, steinige Küste und da haben sie sich den Namen entliehen. Der Formentor ist ein sogenanntes CUV, ein Crossover Utility Vehicle, also kein SUV. Wenn man sich den Wagen anguckt, gerade so in der Flucht, dann sieht man, glaube ich, auch ganz gut, es ist kein klassisches SUV, sondern es ist im Prinzip ein eine höher gelegte viertürige Coupé-Limousine. Ja. Zum Marktstart wird Cupra den Formentor erstmal mit zwei Motorisierungen anbieten. Die Einstiegsvariante würde ich die Firmenwagen-Variante nennen. Das ist nämlich ein Plug-in-Hybrid. Da haben wir einen 1,4 Liter TSI-Motor mit 150 PS. Dazu dann noch einen 85 kW Elektromotor. Zusammen ergibt das eine Systemleistung von 245 PS. Der Wagen hat dann eine 13 Kilowattstunden Batterie und damit kommt man dann die klassischen 50 Kilometer weit voll elektrisch. Der Wagen hat Frontantrieb dann, der Plug-in-Hybrid. Hier unter der Haube befindet sich dann aber die potente Variante, 310 PS liegen da an. Das ist ein 2 Liter rein Vierzylinder und ich denke mal, das wird das Fahrzeug sein, was dann am häufigsten gekauft wird. In diesem Modell haben wir dann den Allradantrieb 4Drive. Der kommt dann auch in Verbindung mit einem adaptiven Fahrwerk, dem DCC und einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Ja, lass uns die Front einmal kurz auf uns wirken oder ihr auf euch natürlich, weil ich habe sie mir schon angeguckt. Ich quatsch trotzdem fröhlich weiter. Ganz wichtig ist ja das Cupra-Logo. Ich persönlich mag das sehr gerne, gerade weil es so abstrakt ist und doch so viel Interpretationsraum hat. Vor allen Dingen die Farbe Kupfer, da bin ich ein großer Freund von. Umrandet dann auch so ein bisschen von Carbon-Optik. Und wenn man sich den Wagen von vorne anguckt, kann man ihn auf jeden Fall klar als Seat schräger Cupra identifizieren. Er sieht ein bisschen aus wie ein Seat, aber doch deutlich aggressiver. Prägnant auch die runden Nebelscheinwerfer hier relativ hoch angesetzt. Die geben dem Fahrzeug natürlich eine ganz eigene Optik. Serienmäßig hat der Cupra Formentor dann auch Voll-LED-Scheinwerfer. Ich gehe mal davon aus, dass sie zum Marktstart dann auch Matrix-LED-Scheinwerfer als Option anbieten werden. Und ich mache euch die einmal an, dann könnt ihr ja mal das Licht sehen. Hier zumindest einmal das Tagfahrlicht. Und dann vielleicht noch dazu den Warnblinker. Ja, der Formentor, eine Mischung zwischen Anteca und Leon, würde ich zumindest so sehen. Wenn wir uns die Maße mal anhören, also ihr hört es euch an, ich trage sie vor, 4,45 Meter ist er lang. Damit ist er 9 cm länger als der Anteca. 1,51 Meter ist er hoch, damit ist er genau zwischen Anteca und Leon. 10 cm steht er tiefer als der Anteca da. Die Breite ist bei den Autos gleich, 1,84 Meter. Beim Radstand, da kann der Formentor nochmal punkten. Da hat er 5 cm mehr als der Anteca vorzuweisen. Und mehr Radstand heißt ja in der Regel ein bisschen mehr Fahrkomfort und vor allen Dingen mehr Platz im Innenraum. Seat wird das Fahrzeug zum Marktstart in 9 Farben anbieten. Davon 2 matte Farben, das finde ich besonders schön. Ich mag ja matte Lacke und es zeigt auch wieder diesen Premium-Anspruch, den Cupra gegenüber Seat innehat. Ja, auch die Räder
sehen schick aus. Hier wird dann das Kupfer wieder aufgegriffen. Auch schön bei dem lackierten Brembo-Bremssattel. Auch hier schön in Kupfer gehalten. Wir haben hier 19 Zoll Felgen, die gehören auch serienmäßig dazu. Und die Bremsscheibe hat einen Durchmesser von 340 mm. Okay, dann schauen wir mal aufs Heck. Dazu möchte ich auch noch mal eben das Licht anmachen. Ach komm, machen wir einfach. Zack. Haben wir Licht an? Ja. Das ganze Lichtband? Ja. Das ganze Lichtband, ja, am Heck. Was soll ich euch das sagen? Ihr seht es ja selber. Ne? Ein durchgehendes Lichtband kennen wir jetzt auch vom Leon schon. Das Ganze natürlich hier komplett in Voll-LED gehalten. Keine herkömmlichen Böhnchen mehr. Ich kann vielleicht noch sagen, dass der Heckspoiler hier durchaus imposant ist. Das hat schon Pommes-Theken-Charakter, also wirklich ein großer Spoiler, um entsprechend auch Downforce zu erzeugen. Und was man vielleicht auch nochmal besonders hervorheben sollte, ist die vierflutige Auspuffanlage hier unten mit dem hochglänzend schwarz lackierten Diffusor, der auch für eine bessere Aerodynamik sorgt. Die Auspuffanlage natürlich für einen sportlichen Sound. Die Heckklappe elektrisch. Also die öffnet sich elektrisch und hier haben wir jetzt ein Kofferraumvolumen bei dem großen Motor mit 310 PS von 420 Liter. Der Ateca im Vergleich hat 480 Liter zu bieten, der Leon 5-Türer 380, nur um so ein paar Vergleichswerte zu haben, und der Leon als Sportstourer hat dann ganze 620 Liter. So könnt ihr das in etwa einordnen. 420 Liter mit Allradantrieb, 450 Liter mit Frontantrieb und dann haben wir noch die Plug-in-Hybrid-Variante. Da fehlt uns ja quasi das untere Fach dann in der Regel an Platz und da haben wir immerhin noch ein Volumen von 345 Liter. Ja, im Kofferraum auch ein bisschen Ausstattung haben wir. Besonders schön finde ich, dass wir hier auch eine LED-Kofferraumbeleuchtung haben und der Wagen kommt auch mit einer 220-Volt-Steckdose, die ich mit 150 Watt belasten kann. Ja, das Ganze heißt ja Sitzprobe, weil wir Platz nehmen können im Auto und das möchte ich auch. Ich möchte euch den Innenraum einmal präsentieren. Ich werde hier auch empfangen von einer beleuchteten Cupra-Einstiegsleiste und kann euch noch sagen, dass aus dem Spiegel heraus das Cupra-Logo auch nochmal auf den Boden projiziert wird. Ja, ein CUV ist auch ein bisschen höher als ein normales Fahrzeug und so ist der Einstieg hier durchaus bequem. Ich merke sofort, dass ich in einem Cupra sitze. Überall habe ich kupferfarbene Elemente und ich finde ja diese Mischung zwischen Kupfer und Schwarz durchaus gelungen. Dazu überall noch Carbon angedeutet von der Optik her. Hier die ganze Dashboard-Verkleidung. Fühlt sich auch gut an, ist ein weiches Material, also haptisch alles in Ordnung. Und sieht man hier, glaube ich, auch auf den Ledersitzen. Wir haben überall Ziernähte ebenfalls in Kupfer gehalten. Jetzt, wenn ihr mir hier vom Beifahrersitz quasi zuseht und das neue Leon-Video schon gesehen habt, meine Videokaufberatung zum Leon, dann wird euch hier der Innenraum dieser Teil bekannt vorkommen. Shift by Wire ist das Stichwort, darum können wir die Gangwahlhebel immer kleiner machen. Das ist hier halt nur noch so ein Stummel und eine Taste für das Parkprogramm. Der Startknopf, das ist das Besondere, sitzt ja normalerweise hier bei Seat, also beim Leon. Da ist jetzt aber ESC zu regeln, das kann ich hier also deaktivieren bzw. runterregeln. Der Startknopf, den haben sie mir hier aufs Lenkrad gelegt. Der ganze Innenraum, das erinnert uns schon sehr an den neuen Leon. Ich mag ja dieses LED-Laufband hier, was quasi sich einmal komplett durchzieht. Ich finde, es sieht schick aus. Es gibt dem Fahrzeug ein ganz anderes Raumgefühl. Und es ist auch noch clever gemacht, weil an den Seiten der Totwinkelwarner wird da auch noch mit abgebildet. Also ich mag das richtig gerne. Aber haben wir halt, wie gesagt, im Leon schon gesehen. Natürlich erwarten wir hinter dem Lenkrad mittlerweile auch ein digitales Cockpit. Das ist hier entsprechend auch vorgesehen. Hier als Besonderheit vielleicht nochmal, dass der rote Bereich in diesem Fall ein kupferfarbener Bereich ist. Und Kupfer ist auch die Farbe des digitalen Zeigers. Was das Ganze unterscheidet vom Leon ist wieder dieses Display. Das haben wir auch im Leon, aber deutlich kleiner. Im Leon sind es 10,25 Zoll. Hier im Format
Tor haben wir das Ganze in 12 Zoll. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick ganz schön wuchtig aus, vor allen Dingen für euch als Zuschauer. Wenn ich jetzt aber im Auto sitze, finde ich das ganz angenehm, auch gerade im Vergleich zum Leon, weil alle Schalter, Tasten halt ein bisschen größer sind und ich die dann halt besser erreiche. Unter anderem gibt es ja hier diese Autotaste. Über die Autotaste komme ich in die Drive-Profile, habe hier also Cupra-Modus, Sport und so weiter und so fort. Ich fahre aber ein sportliches Auto, das ist mir eigentlich zu fuckelig, ne? Da will ich gar nicht drin rumrühren. Hat sich dann auch das Produktteam gedacht und sie haben diesem wunderschönen Lederlenkrad neben dem Startknopf noch eine zweite Taste spendiert und mit dieser kann ich dann halt auch schnell durch die Fahrmodi durchschalten, um möglichst schnell in den Cupra-Modus zu gelangen. Dazu dann noch hier eine besondere Taste, kennt man auch schon aus dem Volkswagen-Konzern. Der Formentor wird teilautonom nach Level 2 fahren können. Das heißt, wir haben einen adaptiven Tempomaten, einen aktiven Spurhalteassistenten, der mich auch in der Mitte der Spur hält. Und somit kann ich theoretisch oder kann das Auto so teilautonom fahren. Das macht es ja in der Regel im Stau dann auch schon. Ja, den Rest werde ich euch dann vorstellen, wenn wir das Fahrzeug fahren dürfen. Ich kann euch aber schon mal sagen, ich habe eben in das Beats Soundsystem reingehört. Oh, kann man auch machen, ne? Dazu noch einmal schnell nach hinten reingehüpft. Ich saß ja eben vorne und der Einstieg, ja, bequemer als im Kombi. Aber im Ateca habe ich das Gefühl, bin ich noch höher. Was ich euch hier sagen kann, ist, ich habe einmal eine ganze Menge Beinfreiheit. Also diese 5 cm mehr Radstand haben sich wirklich gelohnt. Und was mich ja immer wundert, wenn ich so Coupé-artige Gebilde habe, dann denke ich immer, ich habe keine Kopffreiheit. Aber ich kann hier noch eine aufgestellte Faust zwischen meinem Kopf und den Himmel bringen. Und ich bin ja 1,80 Meter groß. Also hier können Durchschnittsdeutsche ganz bequem auch hintereinander sitzen. Ja, ich kann euch dann auch sagen, wir haben hier 4 USB-C-Anschlüsse. Induktiv laden kann ich mein Telefon auch. Apple CarPlay, Android Auto, alles dabei für das vernetzte Leben. Der Wagen soll beim Händler stehen. Man weiß es nicht genau wegen Corona, im Oktober oder November. Seat sagt offiziell in dem letzten Quartal 2020. Und die Preise haben sie auch noch nicht bekannt gegeben. Wenn man sich die Ateca-Preise anguckt, dann kann man sich so ein bisschen, ne, bisschen zusammenrechnen, dass der Wagen zwischen 35.000 und 45.000 Euro kosten wird. Ja. Lockere 10.000 Euro. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Was sagt ihr da draußen? Gefällt er euch? Der Cupra Formentor, das ist das Auto, auf was ihr gewartet habt. Ein paar Videos sind ja schon draußen von den Kollegen, da habe ich auch mal Kommentare quer gelesen. Resonanz durchaus positiv, was die Optik angeht. Und natürlich punktet er jetzt im Vergleich zum Ateca, weil er halt das ganze neue Interieur hat. Also, lasst mich eure Meinung wissen da draußen. Schreibt es mir in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen nach oben für das Video. Das freut auch den Alex, der hinter der Kamera steht. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.